Oh Mann, wie erbärmlich, so nichts zu gebrauchen. Du bist gefeuert. Ja, reicht das, wie ist es aus? Oh mein, ich bin entsetzt. Bam, hau ihn weg. Yes. Das ist bestimmt eine Prüfung des Schicksals. Wenn ich diese Prüfung bestehe, schaffe ich es auch ein Star zu werden. Männer! Ah! Was zur Hölle? Ich will nicht drüber reden. Okay, wir können wieder gehen. Und zwar in diese Röhre. Und das führt uns an die Oberfläche. Sofern wir mal bald da sind. Ja, okay. Wo kommen wir? Ach, sind wir hier wieder am Eingang oder was? Warte mal, wo war denn jetzt der... Ne, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Aber wo war denn jetzt diese Landeflugbahn-Dingensbummens? War das hier? Ich will da jetzt wieder hin. Ich will da... Nö, es war nicht hier. Scheiße, wie komme ich da jetzt wieder hin? Da waren noch diese ganzen Bohnen und die wollte ich eigentlich noch ausgegraben haben. Oder war das... Ach doch, das wird wohl hier gewesen sein. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen unser Zeug holen. Kleines Problem könnte nur sein, dass da ja überall Knochen trocken im Weg waren und mich die ganze Zeit voll angreifen und so voll fertig machen und gemeine Sachen mit mir machen. Aber jetzt haben wir schon 3 Bohnen und das war lange nicht die letzte. Okay, dann jetzt nach links. Jetzt wird es nämlich erst interessant, wie wir versuchen, den mal auszuweichen. Ja, ganz genau so. Was? Okay, Limbo-Bruder. Ich greife Limbo-Bruder an. Was? Okay. Egal, Hauptsache getroffen. Ich nehme mal an, die haben eine Feuerschwäche. Die haben eine Feuerresistenz. Krass. Ich meine, man denkt ja, es macht ja Sinn. Mal Marvel Bros. Kann man die auch nicht mit Feuerbällen besiegen, aber... Okay, was macht der da? Ja, er trifft auf jeden Fall. Aber bei Paper Mario, da hatten die voll die dicke Feuerschwäche sogar. Und haben das gar nicht ausgehalten. Okay, ich glaube, die sind gegen alle Art Elementar schon immun. Aber was mit dem Limbo-Bruder? Ist der auch so? Ich habe ihn geheilt, scheiße. Oh, fuck, es wurde Mario angegriffen. Okay, es wurde nochmal Mario angegriffen. Hat der vielleicht wenigstens Elektro dann, so als Ausgleich? Nö, aber war normal und hat für einen Kill gereicht. Der wird besiegt. Oh Mann, ihr komisches, überschnelles, halbschnelles Handeln. Ah ja, scheiße. Nicht das. Nur springen ist gut. Vor allem bei Springen, da tun sie sich nicht in ihre Schale. Warum auch immer. Okay. Und geschafft. Jetzt darf ich mir auch die verdiente Bohne holen. Boah, überall Geschosse hier. Das gibt's doch nicht. Okay, warte, warte. Ich habe hier überall Dinger gesehen. Das schaffe ich doch eh nicht. Ne, es war irgendwie ein bisschen klar. Okay, Mario stolpert. Luigi eilt zur Hilfe. Und ich darf zum Glück dann direkt danach mit Mario. So, okay, so stark sind die gar nicht. Ich meine, die halten echt nur so 2 Schläge aus. Hätte ich mal nicht diese ganzen Handattacken und mit Hämmern und sowas gemacht, dann hätte ich auch ganz schnell besiegen können. Mario heile ich mich sowieso wieder weg. Also ist das, glaube ich, auf Dauer nicht mal ein großes Problem. So, wow, langsam Freund der Sonne. Hier war noch was. Und wir wurden erwischt, aber diesmal stolpern wir nicht. Das ist ein Fortschritt. So, yeah. Dicker Volltreffer. Und Mario jetzt auch noch einen. Ne, als ob. Okay, jetzt noch ein Volltreffer hintereinander. Wäre schon zu krass, glaube ich. Gut, aber die Kämpfe gehen ja relativ schnell. Ein bisschen Erfahrungspunkte und so dazu. Ein Ultra-Pilz haben wir jetzt auch noch geschenkt bekommen dafür. Ich glaube aber, das war's. Ich meine, mehr sehe ich ja nicht. Warte. Aber ich wollte noch gucken, was wird nämlich. Ich habe das Ding gar nicht mal gesehen. Okay, jetzt geht der Typ hier natürlich ab. 27 Schaden, oh Mann. Das ist echt gemein. Okay,
Okay, schnell hochheilen, möglichst so viel, dass ich noch einen Treffer einstecken könnte zur Not. So, yeah, jetzt machen wir ihn erstmal fertig. Bam. Mit diesem Koopa immer drauf springen und so. Ähnlich wurde das ja in den späteren Mario und Luigi Teilen übernommen. Aber dann als Power-Up, also als Brother-Item. Ja, so war das ja. Damals gab es ja dann keine coolen Attacken mehr. Damals vor allem. Ich meine, dann später gab es ja dann keine coolen Attacken mehr. Sondern Items. Und auch keine BP und sowas mehr. Gut, jetzt haben wir beide relativ wenig an Leben. Aber ich glaube, das sieht akzeptabel aus. Und außerdem, überall gab es ja Ultrapilze. Jetzt wollte ich nur mal gucken, ob es da unten jetzt auch nochmal so ein Dings gab. Das habe ich nämlich vergessen. Aber ich glaube nicht, ne? Nö. Gut, egal, ich habe meine Bohnen jetzt gehabt. Kann jetzt glücklich und zufrieden wieder gehen. So, erstmal schnell hier hoch. Oh, in der Zeit kann man sich ja ein bisschen ausruhen und so, ne? Okay, wir sind da. Und verziehen uns jetzt von hier. Frage ist nur, wo geht's hin? Wahrscheinlich ins Schloss zurück. Erstmal ein Lucky to abhauen vor ihm. Ach, die packen uns eh nicht. Scheiße, die haben mich gepackt. Ah, ach, dieser Typ. Na gut, die kriegen wir eh alle mit einem Schlag weg. Ist ja kein Ding. So, einfach nebenbei auch heilen und so, ne? Zack. 35 Schaden, dreimal Leben geheilt. Jetzt kommt die Attacke, okay. Und Slam. Was, der überlebt? Was ist das für eine Kampfsau auf einmal? Das sind irgendwelche richtig alten Gegner, die man vor Jahren schon besiegen konnte. Und ich krieg die nicht mal gewone-hitte. Das ist krass. Und das reicht schon wieder für ein Level-Up. 28. Mehr BP für Luigi. Yes. Nein! Oh Mann, ich konnte gar nicht mal handeln in der Zeit. Okay, ganz schnell nochmal. Okay, hier, bitteschön. Und. Okay, nochmal einen Hammer drauf und dann ist gut. Ah nein, das tötet den ja gar nicht. Ich glaube, mit einem Sprung bin ich immer noch stärker. Kann das sein irgendwie? Ich weiß gar nicht, wie die Angriffsverschiedenheiten da sind zwischen Sprung und Hammer. Aber Fakt ist ja, wenn ich mit Luigi gesprungen bin, habe ich ihn getötet und mit dem Hammer nicht. Und wo geht's hier überhaupt zurück zum Schloss? Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Warte mal, wo bin ich denn laut Karte? Irgendwie da drüber. Ich glaube, ich bin gerade voll falsch. Aber hier ist ja das Yoshi-Theater. Ich glaube, von hier aus ist es eigentlich auch nicht mehr weit. So, hier runter und dann müssen wir eigentlich schon da sein, ne? Oh fuck. Geh weg, Stachelmann. So. Was? Schon wieder? Bam, die ganze Stadt ist hier mal zerstört. Der Zorn des Himmelgottes, der Himmelsgott zürnt uns. Das ist das Ende. Flieht, solange ihr noch könnt. Okay, der Typ ist abgehauen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich meine, die ganze Stadt ist mal wieder so zerstört. Wir können erstmal gucken, ob es neue Klamotten gibt. Ich meine, der Typ hat ja wieder offen. Auch wenn es so zerstört ist. So, Bonis Jeans. Auto-KP-Erholung. Oh, das ist doch genau das, worauf ich stehe. Aber meine Werte sinken dafür. Nö, vielleicht was Neues an Orden. Angriffsstärke steigt kurzfristig. Nö. Das ist ganz gut. Warte mal, hat das HP plus Sprung? Ja, tatsächlich. Und ist besser. Okay, dann kaufe ich das mal für beide. Ist eigentlich nur so ein Upgrade für Mario und für Luigi einfach nur, dass er das auch hat. Also durch Springen und nicht mehr durch Hammeraktion. Und dann kaufe ich auch noch für Luigi diese Dingshose hier, die ihn auch nochmal hält. Gut, die Werte sinken ein bisschen, aber das sehe ich einfach mal drüber hinweg und verkauft das Zeug, das ich nicht mehr brauche. So, hier alles weg. Eisenhose weg, Straßenhosen weg. Okay. Hab das Geld eigentlich relativ wieder zusammen. Gut, dann haben wir jetzt noch mehr coole Regenerationssachen und jetzt können wir mal hier wieder rein starten. Ey, kaufe irgendwas. Ja, okay.
Gut, jetzt haben wir genug Bohnen hierfür. Genau 26. So, und haben ein neues Getränk dadurch. Oh yeah. Bitteschön, ein Lachbohnensaft. Oh yeah. Habe ich denn schon mal... warte mal, habe ich schon mal einen Lachbohnensaft gemacht? Sonst würde jetzt der Typ kommen, ne? Na, wir können ja BP erhöhen. Okay, ich bin irgendwie dumm, weil das Problem ist, da steht gar nicht, was man schon mal hatte und was nicht, ne? Ja, zum Menü. Ja, warte mal, wie oft? Dreimal insgesamt. Ich habe ja drei Sachen. Ach, Luigi hat ja gar nichts. Oh. Bei Sieg ohne Eigenschaden mehr Erfahrungspunkte. Excite-Feder. Ich gebe dir mal das hier. Das macht, dass man halt beim Springen. Wie soll ich es jetzt erklären? Also im Kampf, wenn der Gegner ihn angreift und dann man kontern kann, indem man auf ihn drauf springt, dann kann ich länger springen. Das ist ganz gut. Das mit Erfahrungspunkten ist natürlich auch gut, aber ich will, dass sie einigermaßen gleichmäßig leveln. Deswegen gebe ich ihm das nicht. Ey, da darf ich jetzt nicht mehr hin, oder was? Okay. Ja gut, dann speichere ich hier ab. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder ins Schloss. Wie oft habe ich hier schon eine Folge beendet, kurz bevor man ins Schloss reinmarschiert ist? Ich glaube schon oft genug. Ja, und dann gehen wir mal da rein und fragen mal, ja, wieso sieht's denn hier jetzt so aus, ne? Also gut, danke fürs Zusehen und bis dann.